Ein anrüchiges Geschäft betreibt ein Startup, das sich Goldeimer nennt und Komposttoiletten als Alternative zu Chemieklos anbietet. Schon viel Platz, ist doch super. Kannst nirgendwo hingucken. München ist eine der Gründerhochburgen in Deutschland. Mit Unterstützung der Forschungsabteilung der Ludwig-Maximilian-Universität entwickeln hier drei junge Männer einen innovativen Damenschuh. Ohne Plateau sind 10, 11 cm die höchste Variante. Danach wird es einfach zu steil. Malte Schremmer, Jahrgang 1987, Mitbegründer der Goldeimer GmbH. Gemeinsam mit Markus Bier, Jahrgang 83. Malte, Markus und 8 weitere Mitstreiter revolutionieren den Sanitärbereich auf Festivalgeländen mit ihren Komposttoiletten. Es gibt jetzt kein Gesamtziel im Sinne von, wir wollen 10 Toiletten fertig haben, sondern wir haben einzelne Prozessschritte. Und heute wird es sehr stark ums Laminieren gehen. Das heißt, wir bauen Planen in die Toiletten ein, als Sichtschutz, als Trennung. Das ist ein Prozessschritt, der so weit als möglich heute fertig werden sollte. Es gibt ein paar Besorgungen und andere Kleinigkeiten, die noch gebastelt werden müssen. Also es sind immer auf verschiedenen Ebenen gerade Teams dran, einzelne Teile der Toilette fertig zu machen, dass wir sie am Ende zusammensetzen können. In Kiel haben die Goldeimer ihre Toilettenmanufaktur in Räumen einer ehemaligen Kunsthochschule untergebracht. Ihr Social Business fußt auf der Idee, Wasser und Chemie zu sparen und stattdessen Humus zu gewinnen, der dann wieder in den natürlichen Kreislauf eingebracht werden soll. Ich vermute mal, dass die nicht frisch gewaschen ist. Es ist kurz nach 10 Uhr am Morgen. Noch sind nicht alle auf Betriebstemperatur. Gut geworden? Nee. Es ist noch zu früh. Naja, normalerweise läuft es halt so ab, dass wir diese Kederbänder an diesem Plan mit Heißluft verschweißen. Und dazu musst du halt eine gute Temperatur haben. Das heißt, so, sag ich mal, wahrscheinlich nennt man das Siedepunkt von der Plane und von dem zu verschweißenden Material. Und das fängt dann so ein ganz bisschen an zu rauchen und in dem Moment muss man halt drüber rollen. Wenn man aber zu langsam ist beim Rollen, dann verbrennt einem das Material und wenn man zu schnell ist, dann klebt es halt nicht. Aber das ist kein Problem, wir können hier einfach nochmal nachträglich so ein bisschen nachrollen und dann ist das alles vernünftig verklebt. Die Toilettenkabinen entstehen als Eigenbau. Pressholzplatten oder Kunststoffplanen in einem Metallrahmen schützen den Toilettenbesucher vor Wind und Regen und bewahren seine Intimsphäre vor neugierigen Blicken. Gelernter Handwerker ist hier niemand. Nicht so Tagesgeschäft, ne? Wird immer alles. Man kann sehr viele Gedanken machen, aber am Ende kommt es immer anders. Deswegen wird eigentlich immer ganz gut improvisiert, aber es ist auch. Das macht das Ganze ja so spannend. Ne? Alles Auto. Das sind alles Autodidakten. Und es macht auch Spaß. Ausrangierte Mülltonnen machen hier als Auffanggefäße für die Fäkalien noch einmal Karriere. Das ist kein Problem, das ist einfach nur mal gucken, ob die Mülltonne am Ende dicht ist, so wie wir uns das überlegt haben. Es ist halt besser, das einmal auszuprobieren, bevor man am Ende ein Leck hat, wo es nicht sein soll. Markus Bier kümmert sich vor allem um die strategische Planung. Große Aufgaben sind die Logistik auf jeden Fall. Wir haben immerhin einige Tonnen Material zu bewegen. Unsere Toiletten wiegen natürlich etwas, weil es eine Stahl-Holz-Konstruktion ist. Und wir sind alle keine Logistiker. Das heißt, da müssen wir noch was dazulernen und einfach uns schlaue Wege überlegen, wie wir nicht Teile zwei- oder dreimal in die Hand nehmen. Das heißt, alles muss gut und sinnvoll gepackt sein. Parallelorganisation von Bau auf der einen Seite, der hier stattfindet, und dann von dezentral, weil wir an unterschiedlichen Stellen sind, Marketing, Vertrieb, die ganzen juristischen Aspekte auszuhandeln oder dingfest zu machen. Ich glaube, derzeit ist es einfach vor allem die parallele Organisation von 4, 5 Arbeitsgebieten. Upcycling ist eine Disziplin, die Volker und seine Kollegen bestens beherrschen. Bewährungsprobe für die ausrangierten Mülltonnen. Altes aufzubereiten und wiederzuverwerten ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Das ist wie mit den ganzen Materialien. Man steht da und weiß, was man haben will und dann guckt man, wo man es am günstigsten herbekommt. Und dann landet man auf einmal in Polen. Oh. Oh, war auch eine schöne Tour. Doch jetzt ist erstmal wieder Arbeit angesagt. Isar Metropole München.
Mehr als 100.000 Studenten aus aller Welt studieren hier. Dabei entstehen die außergewöhnlichsten Geschäftsideen. BWL-Student Oliver Barth ist mit seinem Kommilitonen eher zufällig auf eine Marktlücke gestoßen. Wir sind durch unsere Freundinnen auf die Idee gekommen. Das war sehr spontan nach dem Ausgehen, wo wir unsere Freundinnen beobachtet haben, dass sie dann nach einem langen Abend die High Heels ausgezogen haben, barfuß nach Hause gelaufen sind. Und wir das sehr amüsant fanden und eigentlich auch absurd, dass man sich erst in diese Schuhe zwängt und dann aber feststellen muss, es tut weh und man kann nur noch barfuß nach Hause gehen. Und das war für uns irgendwie so ein Moment, wo wir uns gedacht haben, das wäre doch eigentlich klasse, wenn es so einen Schuh gibt. Und wir haben das Research und haben festgestellt, dass es eben sowas in der Form noch nicht gibt. Und wir uns dann gedacht haben, das wäre doch eigentlich eine tolle Idee, die man weiterverfolgen könnte. Und wir haben das dann hier an der Hochschule München als Idee, als Semesterprojekt eingereicht. Und dann über das Gründungszentrum haben wir ein weiteres Förderprogramm absolvieren können. Und so hat sich das dann entwickelt. Also wir sind eigentlich durch das Ausgehen in diese Idee gestolpert. Der Weg dahin war nicht einfach. Seitdem es High Heels gibt, wurde an dem höhenverstellbaren System gearbeitet. Es wurden viele Versuche gestartet, wie man das lösen könnte. Auch sehr kuriose mit Werkzeugen, mit dem Hammer, mit dem Schraubenzieher. Aber man muss immer klar differenzieren, was gibt es noch nicht. Und das ist im Prinzip das System, also unsere Art der Verstellung, unsere Art der Bewegung und der Flexibilität dieser Sohle. Das ist neuartig, das konnten wir dementsprechend eben als Patent einreichen. Aber das Prinzip, einen höhenverstellbaren Schuh zu bauen, wird man zurückgehen bis in die 40er Jahre feststellen, dass es immer wieder Versuche gab, die aber eben nicht Erfolg mit sich gebracht haben, weil vielleicht auch noch nicht die technischen Möglichkeiten da waren, wie jetzt für uns in dem 3D-Verfahren, wo wir andere Geometrien erzeugen können, die eben so eine Beweglichkeit der Sohle erzeugen können. Oliver Barth ist verantwortlich für die Vermarktung. Sein Kommilitone, Christian Huber, kümmerte sich in den letzten Jahren um die Optimierung der Technik. Das Rapid Prototyping Labor der Uni München ermöglichte den Startupern die jahrelange Forschungsarbeit. Man hat sich das am Anfang relativ einfach vorgestellt. Man denkt, ja, man zerlegt ein paar Schuhe und schaut sich das an. Okay, hier muss ich der Schuh knicken, da muss ich die Sohle knicken. Aber um das Ganze dann wirklich zu verpacken und so zu machen, dass es dann einfach funktioniert und von der Bedienung her simpel ist, ist einfach ein langer Weg. Angefangen von der Verstellung über die Befestigung der Absätze, Fertigung der Absätze, wie bedient man den Hebel, dass man angenehm ohne Fingernagelbrechen hier drunter fassen kann, wie ist die Kraft, die man hier benötigt, um da zu ziehen und dass alle Absätze geschmeidig draufgehen und auch wieder abnehmbar sind. Jeder Punkt war schwierig. Man muss sehr viel tun, um zu gründen. Man muss eine klare Idee haben, die man auch in einen Businessplan, in ein Businessmodell setzen kann, wo man zeigt, dass aus dieser Idee auch wirklich eine Geschäftsidee werden kann. Also man muss das auch mal ausführen können. Und man bewirbt sich auf diese Förderprogramme, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Bei der internationalen Vermarktung zählt neben der Funktionalität vor allem das Design. Das Schuhhandwerk hat seine Herausforderungen und genauso hat die Höhenverstellung seine Herausforderungen. Wir wollten nicht nur einen funktionalen Schuh, sondern auch einen sehr formschönen Schuh, damit das Design auch am Ende auf Begeisterung trifft. Wir haben uns hier professionelle Hilfe gesucht und sind in Norditalien fündig geworden. Das ist eine tolle kleine Manufaktur, die gemeinsam mit uns diese Designs entwickelt hat. Das sind alles Sandalenmodelle und wir konnten die abschließen und sind jetzt eben beim nächsten Schritt dann gemeinsam mit Ihnen auf dem Weg, die Designs für Pumps, für Peeptoes, für Stiefletten zu entwickeln und da auch tolle Designs herzubekommen. In Kiel bearbeiten Malte und Enno weiter die Kunststoffbahnen für die Kabinenwände der Komposttoiletten. Nur Holz zu verwenden wäre zwar nachhaltiger, doch Kunststoff ist viel leichter. Für den Transport ein wichtiges Argument. Da die Kunststoffbahnen schon ein Vorleben hatten, fällt ihre Umweltbilanz dennoch gut aus. Das sind alte Werbeplakate, die so an Hauswänden gehangen haben. So riesige Flächen, 20 mal 30 Meter vom Hochhaus. Und die haben wir relativ günstig geschossen und mit viel Liebe und Heimarbeit, hätte ich fast gesagt, aufgearbeitet und haben die dann ja, so als Upcycling im Prinzip, was für andere Müll ist, ist für uns ja eben noch, aus dem man was machen kann.
und benutzen die dann als Dächer und Seitenwände für unsere Toiletten. Als Sieger aus einem Wettbewerb für innovative Ideen hervorgegangen, haben die Studenten innerhalb von 4 Jahren ein Unternehmen geschaffen. Doch unter der angestrebten Professionalisierung soll das Verhältnis der Freunde untereinander nicht leiden. Ich glaube, wir sind noch dabei, das zu entdecken. Also es hat alles auf der freundschaftlichen und Vertrauensbasis angefangen, die wir auch weiterhin pflegen. Also es gibt auf jeden Fall auch persönlichen Austausch. Wir kümmern uns umeinander. Insofern würde ich schon sagen, auf jeden Fall ein starker freundschaftlicher Aspekt mit drin. Aber man merkt auch, dass immer mehr natürlich Führungsrollen eingenommen werden müssen, sei es in einzelnen Bereichen. Wir haben Bereichsleiter für alle wichtigen Gebiete, sei es Logistik oder Marketing oder jetzt Toilettenkonstruktion. Und trotzdem braucht es auch immer jemanden, der drüber schaut, dass alle Prozesse zueinander finden. Dass nicht jeder einfach seine Gebiete bearbeitet und am Ende irgendein Ergebnis dasteht. Also die freundschaftliche Ebene ist super wichtig. Wir sind so eng aufeinander die ganze Saison und auch wenn die Saison nicht läuft, sind unsere Prozesse so stark verzahnt, dass man sich auf jeden Fall gut riechen können muss. Und das ist uns auch allen wichtig. Also man merkt schon, dass sich sehr viel besser und fluffiger arbeiten lässt, wenn man ein gutes Verhältnis zueinander hat und auch ein bisschen weiß, was privat beieinander abgeht. Während Markus sich gerade darum kümmert, wie mehrere Musikfestivals parallel mit Komposttoiletten versorgt werden können, geht draußen die Arbeit an den Bauteilen für die Toilettenkabinen voran. Für die Nutzung der ehemaligen Schreinerei in der Mothesius-Kunsthochschule muss die Goldeimer GmbH keine Miete zahlen. Auch andere Start-ups und Initiativen haben in der alten MU, wie die Räumlichkeiten genannt werden, ihren Platz gefunden. 7 ehemalige Studenten bilden den Kern des Unternehmens. Auf den Festivals kommen dann noch viele freiwillige Helfer dazu. Bis zu der ersten Veranstaltung mit Goldeimer Toiletten in diesem Jahr ist nur noch wenig Zeit. Die Spannung steigt, würde ich mal sagen. Also Stress ist das falsche Wort. Der Zeitplan ist schon ambitioniert, aber den ziehen wir auf jeden Fall locker durch. In der Münchner Innenstadt holen sich Oliver Barth und Schuhmodel Katharina eine zweite Meinung zu dem höhenverstellbaren Schuh ein. Modedesigner Kai Reiner will die optische Tauglichkeit der Schuhe mit seinen neu entworfenen Dirndeln testen. Hallo, ich bin der Kai. Katharina, grüß dich. Kai. Mich. Hallo, Kai. Hallo, grüß dich, Olli. Hi. Habt ihr die Schuhe dabei? Schuhe haben wir dabei. Ich bin gespannt drauf. Ja, ich auch. Guck mal gleich mal nach dem Dirndl passend. Mhm. Heute geht's ja auf die Nacht der Tracht, habe ich gehört. Genau. Es ist ja Nacht der Tracht, wir brauchen das passende Dirndl. Los geht's. Super, kommt rein bitte. Ja, danke. Kai, wir haben hier ganz, ganz tolle Schuhe. Das sind höhenverstellbare Schuhe und in der Form wirklich einmalig. Und ich bin ganz gespannt, wie du sie findest. Ich zeig dir mal, wie das funktioniert. Genau. Also der Schuh an sich, wenn ich dich unterbrechen darf, sieht schon mal richtig cool Dankeschön. Aus vom Styling her. Cool. Wahnsinn. Cool. Das war uns auch wichtig, dass der Schuh gut aussieht und dass sich die Frau wirklich wohlfühlt. Und es soll auch wirklich ein High Heel sein. Also wir haben hier einen 10 cm hohen Absatz. Und läuft dich super, aber nach einer Zeit schmerzen einfach die Füße. Das kennt man. Und also nicht wir Männer, aber die Frauen kennen das. Und dann. Ja, bei uns ja ein klassisches Problem. Wir tanzen die Nächte durch und dann jammern wir. Ich kenne es halt immer mit den Ballerinas. Also ist beim Dirndl immer ganz, ganz arg. Also so ein No-Go, muss ich ganz ehrlich zugeben, als Designer auch. Also für die Frauen, die lieben Ballerinas. Aber wegen der Bequemlichkeit, darum geht es ja eigentlich. Ja, aber das geht halt einfach. Es stumpft das Ganze ein, sag jetzt mal, mit einem schönen Dirndl und dann unten diese Ballerinas, das passt immer nicht so. Bei den Männern nicht so gern gesehen. Also von dem her die Idee, was ihr jetzt da habt, das ist natürlich hervorragend. Genau. Das finden wir auch. Also wir finden auch, dass die Frau geschwingter aussieht und dass es ihr sehr, sehr gut steht. Mhm. Und natürlich sind die flachen Schuhe orthopädisch vernünftiger und deswegen haben wir uns gedacht, wann immer die Frau das möchte, kann sie einfach von dem hohen auf den flachen eine Etage tiefer fahren. Mhm. Und wir haben hier so ein kleines System eingebaut, da ist ein Hebel auf der Unterseite. Den kann sie ziehen, das ist auch fingernagelfreundlich, also da bricht nichts. Und dann kann sie den Absatz nach hinten rausnehmen, öffnet sich sehr leicht und hat sie idealerweise schon ihren flachen Absatz in der Klatsch dabei. Sie schließt den Hebel Wahnsinn. Und schiebt den einfach nur auf, tritt drauf und schon hat sich der Schuh in seiner gesamten Form verändert. Das ist ja irre. Genau. Und das hält auch wirklich, also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie das beim Laufen abknicken. Nein, das hält sehr, sehr gut, hält fest. Geht da rein.
So, jetzt schauen wir mal von der Farbe her. Ich hätte nämlich hier zum Beispiel einen Zweiteiler. Das ist natürlich super schön. Ganz toll. Da kommt auch Blau mit drinnen vor. Würde also das ja direkt aufgreifen. Würde auch zu dir toll passen von der Haarfarbe her. Schau mal, von dem Schuh. Ja, mir fällt noch was ein. Da drüben habe ich noch was anderes. Ja, zeig mal. Und zwar, guck mal, ich habe hier was mit einer blauen Schürze. Ach, das ist ja perfekt. Das ist ja genau die Farbe. Sieht super aus. Passt auch vom Stil her, denke ich mir mal, von der Haut und von den Farben her, von dem Karo her zusammen mit dir. Ganz toll, Kai. Ich würde sagen, guck mal, das probieren wir jetzt einfach mal das an. Das probieren wir mal an. Okay, gut. Gut. Thomas Kosikowski, genannt Kosi, Jahrgang 88. Und Johannes Reffelmacher, genannt Jo, Jahrgang 86. Surfen ist die große Leidenschaft von Jo und Cosi. Auf einer einjährigen Reise durch Mittel- und Südamerika suchen sie die besten Surfspots. Schon vor Reisebeginn verkaufen die zwei ihre Idee einem Verlag. Der Clou: Sie suchen nicht nur die besten Surfspots, sondern auch das leckerste lokale Essen. So entsteht das Buch Reisen, Surfen, Kochen. Gleichzeitig entwickeln die Amateurköche auch ihr eigenes Label Salt and Silver für weitere Aktivitäten. Cosi und Jo auf dem Weg in ein Tattoo-Studio im Hamburger Schanzenviertel. Die Motive ihrer Tattoos sind eher ungewöhnlich. Cosi mag Küchenutensilien. Jo haben es vor allem Fische und Kräuter angetan. Ich hatte überlegt, ob man den hier irgendwo reinpasst. Ja, obwohl der ist halt sehr dünn. Ja, also da würde er super hinpassen, ne? Könnte man merken, ne? Ja. Ich hatte auch mal überlegt, ob man ihn hier hin macht. Ja, vielleicht besser. Weil da hat man hier für den Stiel halt so ein bisschen Platz. Ja, und dann hier nimmt man hier viel Platz weg. Ja, also genau. Durch den Zweig entstehen. Da so hätte man eher, genau, da kann man eher noch irgendwie. Ja. Oder halt hier, vielleicht auch. Ja, also gut, ich, hier ist halt. Ich finde, ich habe halt hier so eine hässliche Parallele jetzt schon so. Ja. Dann würde ich eher die versuchen, hier aufzubrechen, halt mit so einem Zweig zum Beispiel. Ja, machen wir den hier. Also ich glaube, das ist cool. Ja. Ist cool? Ja. Die Surfergemeinde hat ihren speziellen Style. Ein cooler Surfer ohne Tattoo ist kaum vorstellbar. Cosi und Jo passen da gut ins Bild. Sie sind absolut authentisch. So, wenn da noch eine Typo dazukommt, dann ist da kein Platz mehr. Deswegen Bein. Die Blaupause wird ans Bein gepresst. Jo kennt diese Prozedur. Nervös ist er nicht. Auf ihrer Lateinamerika-Reise hat er sich unter viele Nadeln gelegt. Aber ich habe das eigentlich aus dem Spanischen jetzt. Ja, der ist auch tatsächlich aus Mexiko, aber anderer Tätowierer. Der Rochen ist aus Peru. Das Zitat ist aus Peru. Der ist aus Peru, der ist aus Mexiko. Ja, dann habe ich hier noch so ein paar Sachen aus Panama. Ein, zwei. Ein letzter Check, ob das Tattoo auch an der richtigen Stelle sitzt, dann kann es losgehen. Bist du bereit? Ich bin nicht sicher, aber mach's einfach. Es tut echt weh. Ohne okay. Gerade die Stelle. Oh, warte, können wir noch mal woanders? Nee, wir machen das jetzt. Oh. Die Tattoos auf Jos Haut spiegeln den Umbruch wider, den der gebürtige Bayer in den letzten Jahren erlebt hat. Und der letztendlich auch zu seiner Selbstständigkeit führte. Ja, ist noch nicht so lange her. Ich habe echt erst vor kurzem eigentlich angefangen. 2013 erst angefangen. Aha. Mit dem Fisch. Mit dem Anchovy auf dem Unterarm. Und ja, ist ein bisschen was dazugekommen seitdem. Was hat dich bewogen, so spät quasi damit anzufangen? Keine Ahnung, es war so zu einer Zeit so, da gab es so einen, keine Ahnung, so einen Bruch, sag ich mal. Also ich hatte ultra lange eine Freundin, mit der ich auch zusammen gewohnt habe und so. Hatte da so mein Karriere-Ding da. Und dann irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass das alles irgendwie nicht so geil ist. Dass ich das überhaupt nie wollte so. Und das mit meiner Ex-Freundin hat auch nicht hingehauen mehr so. Und dann haben wir erst das so mal gecancelt. Dann musste ich halt in eine neue Bude, dann bin ich halt auch bei Cosi eingezogen direkt.
Und dann habe ich auch so keinen Bock mehr gehabt auf meinen Job, dann habe ich den auch noch gekündigt und dann hatte ich Bock auf Tattoos und dann habe ich mir halt ein Tattoo machen lassen. Kosi und Jo kommen beide aus Nordbayern und sind sich in ihrer Jugend ein paar Mal begegnet. Dass sie einmal Geschäftspartner werden würden, daran dachten sie damals nicht. Wir hatten auch irgendwie ein paar Jahre lang gar keinen Kontakt, weil ich war halt in Hamburg und er war irgendwie noch in Nürnberg oder so, glaube ich. Aber so, vor allem halt seit ich dann in meiner alten Bude ausgezogen bin und bei Cosi und Konsti in der WG eingezogen bin, so, ab da haben wir natürlich viel mehr zusammen gemacht. In München hat Christian Huber jahrelang an der technischen Entwicklung des Schuhs gefeilt. Dabei war eine der wichtigsten Parameter die Höhe des Absatzes. Also die Absatzhöhen, da haben wir Tests gemacht. Wir haben Frauen befragt, was denn so die durchschnittlichen Absatzhöhen sind, die sie gerne tragen. Und da ist rausgekommen, für den High Heel, das sind 10 cm, ist das Maß der Dinge. Für den mittleren, dass man bequem gehen kann, aber trotzdem noch einen schönen hohen Schuh hat, sind ca. 6 cm und der flache sind 2 cm. Das musste praktikabel umgesetzt werden. Einfache Handhabung, Belastbarkeit und Haltbarkeit wurden beim TÜV in Pirmasens mehrfach getestet. Die größte Herausforderung war die Höhenverstellung. Man muss sich so vorstellen, so eine Brandsohle, sogenannte Brandsohle, ist sehr dünn, ca. 7 mm Dicke. Und auf dieser Dicke muss eine Mechanik realisiert werden, damit sich die Sohle an jede Höhe der Absätze anpassen kann. Der Trick an der ganzen Sohle ist nicht nur, dass man jetzt die Absätze wechseln kann, sondern die Sohle passt sich auch immer dem Absatz an, den man gerade draufsteckt. Wenn man jetzt, wie man hier sieht, einfach mal einen flachen draufsteckt, bleibt die Sohle flach, so wie es sein soll. Wechselt man zu einem hohen Absatz, passt sich die Sohle perfekt der Ergonomie des Fußes an und wir haben wirklich die perfekte Form eines normalen hohen Schuhs. Die ganze Technologie wurde am 3D-Drucker getestet. Ein sehr aufwendiges Verfahren. Fast 3 Jahre dauerte die Optimierung, mit mehr als 100 Testphasen. Kostenpunkt? 500.000 Euro. Also wir haben jetzt hier die neueste Version unserer Brandsohle, die wir ausgedruckt haben. Das sieht man hier. Sind jetzt die neuesten Änderungen dran gemacht worden. Das Gelenk gleich, so kommt es direkt aus dem 3D-Drucker raus und man kann sie sofort verwenden. Wie funktioniert das? Der 3D-Drucker. Ja. Der 3D-Drucker. Es sind, im Endeffekt wird immer wieder eine Schicht aufgetragen. Eine Schicht nach der anderen in einem Pulverbett und dann liegt danach diese Sohle in dem Pulverbett drin. Wenn ich hier irgendwelche Parameter ändern möchte, muss ich in meinem CAD-Programm das ändern. Diese Datei wird dann an den 3D-Drucker geschickt und wird dann innerhalb kürzester Zeit wieder ausgedruckt und wir können den neuesten Proto damit bauen. Unter dem Label Meme et Moi soll der Schuh ab 2016 mit einer Erstauflage von 2000 Paar vermarktet werden. Also Frauen spielen in diesem Projekt immer eine übergeordnete Rolle, weil es ist ja auch ein Produkt für die Frau und nicht für uns Männer. Wir haben versucht, die Frauen immer in die Proben, in die Designerstellung mit einzubeziehen, um zu sehen, ob ihnen der Schuh passt, ob ihnen die Art der Bedienung auch liegt und hier immer das Feedback, so gut es geht, mit aufzunehmen, dass ihnen auch am Ende das Produkt wirklich gefällt. Cosi war der Erste, der irgendwann mal gesagt hat, wir sollten ein Kochbuch machen. Wie sich das dann so weiterentwickelt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Fertig ist der Korianderzweig. Jo ist happy mit dem Ergebnis. Ja, bitte. Gefällt dir? Wir sind zwar Individuen, aber es ist so krass zusammengewachsen, so zusammengeschmolzen, dass wir eigentlich so eine Einheit sind. Und das wirkt sich auf Privatleben und beruflich, was man bei uns sowieso schwer trennen kann, halt derbe aus. Ja. Ganzen Normen und Regeln, die man da erfüllen muss, wenn man bestimmte Dinge macht, wie zum Beispiel Catering oder so. Sich da erst reinzufuchsen, zu sehen und rauszufinden, okay, welche Auflagen muss man erfüllen,
Ja, und da haben wir uns am Anfang ein bisschen schwer getan. Jetzt haben wir schon so ein bisschen gelernt. Jetzt geht das Ganze mit der Steuer natürlich los und Steuererklärung und GbR angemeldet und monatlich Abrechnung machen. Ja, da muss man reinwachsen. Jetzt werden wir halt langsam von Kindern zu Männern. Ja. Ja, hoffentlich nicht zu weit. Natürlich begibt sich auch Cosi ein weiteres Mal in die Hand eines Tätowierers. Das Motiv seiner Wahl ist ein Schlachterbeil. In erster Linie versuche ich mal zu entspannen und an irgendwas anderes zu denken. Und so der Schmerz, der da entsteht, irgendwie so als, ja, wie so, das ist so wie über, keine Ahnung, Kohle, heiße Kohle laufen oder über Glasscherben oder so. Ich glaube, der menschliche Körper hält schon alles aus, man muss dann nur im Kopf irgendwie so einfach ausmachen. Im Gegensatz zu den meisten Unternehmensgründern lassen sich Cosi und Jo lieber vom Leben und seinen Möglichkeiten überraschen. Die Freiheit, tun zu können, was sie möchten, ist beiden enorm wichtig. Kein bestimmter Beruf oder kein bestimmtes Ziel, auf das ich zuarbeite, sondern einfach nur mit dem, was ich liebe und auch immer wieder was Neues zu machen, meinen Lebensunterhalt so zu bestreiten, dass ich mir keine Sorgen um meine Existenz machen muss. Ich glaube, glücklich sein ist eigentlich der Traum. So. Immer irgendwie happy sein mit dem, was man macht und mit dem zufrieden sein, was man macht. Und auch dazu stehen können, was man macht und sich nicht verbiegen, um die Dinge zu erreichen, die da nötig sind, um genug Geld zu verdienen oder so. Ist das die richtige Einstellung, um sich als Selbstständige behaupten zu können? Die nächsten Wochen und Monate werden es zeigen. In Kiel dagegen versuchen die Mitstreiter der Goldeimer die Welt zu retten. Zumindest ein bisschen. Ihre Komposttoiletten sparen Wasser und Chemie im Gegensatz zu herkömmlichen Mobilklos. Das hier ist jetzt der erste Goldeimer, den wir 2013 gebaut haben. Das heißt sozusagen der Urtyp eines Goldeimers. Und von denen hatten wir damals 2 Stück insgesamt gebaut. Und das war auch der Anfang, dass wir hier in die Werkstatt gekommen sind, der Werkstatt oder überhaupt der Anfang von Goldeimer, dass das eben aus einer theoretischen Idee zu einer praktischen Umsetzung kam. Also damals hatten wir von diesen Preisgeldern, die wir bekommen hatten, den Anspruch an uns, dass wir 2 Toiletten bauen. Das war das Ziel. Und damals hatten wir die ganze Konstruktion, wie man hier noch sieht, ist alles aus Holz. Das war eben der Anfangstyp. Wir wollten alles aus Holz bauen und es musste packbar sein. Das war noch, und man musste es eben schnell auf- und abbauen können. Das war damals, 2013, eben auch schon die Bedingung an unseren Goldeimer. Und es ist auch uns mit diesem Goldeimer sehr gut gelungen. Und zwar sind diese 4 Außenwände sind alle einzeln abmontierbar. Und dann sind die recht flach packbar und dann passen die in unseren LT, den wir auch schon damals hatten, passen genau 2 Toiletten eben rein und mit denen konnten wir dann auf die Festivals starten. Prinzipiell soll eigentlich jeder alles machen können, doch natürlich gibt es Vorlieben. Das gilt auch für die Vorbereitung des gemeinsamen Mittagessens. Das ist ein bisschen martialisch aus. Ja, das ist immer unterschiedlich. Also ich habe eigentlich immer relativ viel Lust dazu, das zu machen. Einige haben irgendwie Schiss, für so viele Leute zu kochen, weil sie es nicht einschätzen können. Aber ich weiß nicht, es gehört halt dazu. Und ich finde es angenehmer, selber was zu kochen, als jedes Mal loszulaufen. Weil wenn man dann erstmal irgendwo in die Mensa geht, dann ist man mindestens eine halbe Stunde unterwegs, um überhaupt hinzukommen. Und dann ist man insgesamt halt 1,5 bis 2 Stunden raus. Und wenn man halt einfach hier was kocht, dann hat man eine Stunde Mittagspause und kann danach weiterarbeiten. Und ist auch insgesamt günstiger, selber was zu machen. Nicht die große Karriere zu starten, sondern etwas Sinnvolles zu tun, lag Jojo am Herzen. Ich bin selber jetzt seit 2013 dabei. Da haben wir quasi im kleinen Rahmen angefangen, einfach nur so als Uni-Projekt. Und da war Geld verdienen einfach noch nie Thema eigentlich. Und ich habe es von Anfang an halt einfach gemacht, weil es Spaß macht und weil ich irgendwie das Gefühl hatte, was gefunden zu haben, was mir Spaß macht und wo ich was Sinnvolles tue. Und dass man damit halt Geld verdienen kann und auch sollte, kam letztes Jahr erst. Und für mich, ja, also ich bin jetzt quasi angestellt gerade und ich mache genau das Gleiche wie letztes Jahr auch. Hat sich für mich nicht großartig was verändert. Ist halt praktisch, dass ich mit dem, was mir Spaß macht, auch noch irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Während Jojo schnibbelt,
versucht Volker, Abflusslöcher in die polnischen Mülltonnen zu schneiden, damit später der Urin abgeleitet werden kann. Jojo setzt unterdessen zum Finishing des Obstsalates an. Günstig und gut soll das Essen sein. Grundsätzlich kann derjenige, der kocht, das entscheiden. Ich habe vorhin mal nachgefragt, irgendwie war der Wunsch nach Pellkartoffeln und das finde ich persönlich relativ langweilig. Und deswegen gibt es halt Pellkartoffeln mit Quark zum Mittag und Nachtisch wollte ich irgendwas Geiles haben. Und dann habe ich gedacht, Salat. Und dieser Joghurt ist richtig geil. Ein wenig wirkt es wie bei den sieben Zwergen, denn auch hier steht die Gemeinschaft hoch im Kurs. Markus, Ole, Christian, Christoph, Enno, Volker, es gibt Essen, habe ich jemanden vergessen? Interne Kommunikation stellt für viele Unternehmen ein Problem dar, für die Goldeimer nicht. Ganz relaxed genießen die Jungs ihre Mittagspause. Irgendwie ist die Stimmung hier herzlicher als in den meisten Unternehmenskantinen. Wir haben letztes Jahr festgestellt, dass wir sehr gut auf unsere Ernährung achten müssen. Weil man kann sich vielleicht vorstellen, Festival- und Eventbetrieb heißt immer viele Baustellen. Sich da mal zusammen zu raufen tatsächlich und zu sagen, es gibt einen Termin nebst den Besprechungen, wo wir auch ein bisschen Zeit miteinander verbringen und eben eine Mischung aus Freizeit- und Arbeitsbesprechung. Und das passt beim Essen einfach ziemlich gut. Und ja, dass sich einer darum kümmert, dass alle was Gutes zu essen haben, ist dann irgendwie einfach eine Effizienzfrage gewesen irgendwann, bevor wir uns immer eine Pizza holen oder irgendwelche anderen Sachen. Hier in der Werkstattphase erst recht, das Zeitersparen ist wichtig. Und darüber dann zu einem schönen sozialen Event zu kommen, das ist richtig Mehrwert. Zurück bei Modedesigner Kai Reiner. Model Katharina testet die Schuhe mit dem austauschbaren Absatz, mit dem Designer-Dirndl für die Nacht der Tracht. Guck mal da, von den vorne, von den Falten her, das passt so. Verheiratet, nicht verheiratet, nicht solo, verheiratet. Verwitwet. Okay, da ist es links, glaube ich. Also ich muss sagen, die Idee jetzt mit diesem austauschbaren Absatz ist super. Weil jetzt gerade hier zur Eröffnung von einer Veranstaltung ist halt Wahnsinn, wenn man dann so ein bisschen auffälliger, pompöser mit hohen Absätzen kommt. Weil das ist das Allerschlimmste bei Kleidern, auch gerade bei dem Dirndln, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, auch dass das Ganze gedrückt wird. Es drückt unglaublich. Und jetzt auch bei meinem Schnitt von den Dirndln her, durch diese ungewöhnliche Form unten von dem Rock her, würde das Ganze so ein bisschen drücken. Dass sie dann später das wechselt, bin ich absolut d'accord, finde ich ganz toll. Okay, jetzt pass auf, super. Jetzt schauen wir mal vom Spiegel, dass wir uns das Ganze mal ansehen. Ja, ah, schaut super toll aus. Schön. Ich muss dir nur noch mal ein ganz bisschen toll. Das hier, warte mal, ein bisschen reparieren. Mhm. Bluse passt, das Ganze. So, das Band nicht vergessen dann hernach, auch immer wieder. Das muss immer mal, wieder rein. Ja, das muss rein, nicht rausschauen, sondern rein, weil dafür hängt der Charivari hier oben. Gut, dass es perfekt ist. Und dann sieht es aber, es schaut toll aus mit dem blauen Schuh. Ganz Wahnsinn. Toll, das passt natürlich jetzt hervorragend. Oder Oliver, was sagst du? Sieht sehr, sehr schön aus. Schaut ja. Doch toll ausgesucht. Farblich. Tolles Dirndl, interessant gemacht, ganz toll hier mit der Raffung, gefällt mir sehr gut. Und natürlich optimal zu den Schuhen. Jetzt probieren wir aber doch mal die, auch, würde ich sagen, die mittleren. Genau. Was ist denn Ihre persönliche Lieblingshöhe? Ich schließe mich der Meinung von der Katharina an, dass 10 cm sehr, sehr gut aussehen und natürlich den größten Einfluss auf uns Männer haben. Und trotzdem finde ich es auch toll, wenn dann auch, wenn gerade die Füße drücken, dass man da umschalten kann und auf eine mittlere Höhe gehen könnte. Wir haben uns genau die Passformen angeguckt, wie die aussehen müssten, dass die Form immer noch stimmig ist. Und ohne Plateau sind 10, 11 cm die höchste Variante. Danach wird es einfach zu steil und der Schuh wäre damit eigentlich dann nicht mehr richtig tragbar. Ja, vielleicht nochmal den. Den ganz flachen. Mhm.
Super. Die flachen auch sind dann eingepackt. Die nehme ich mit für heute Abend. Genau. Hohe, flache reichen, oder? Mittlere brauchst du eh nicht. Ich glaube, damit komme ich aus. Ja, super. Nee, genau. Genial für den Anfang, also traumhaft, super. Sehr schön. Okay, du, ganz ich bringe dich dann oder euch dann noch vor. Klasse. Dankeschön. Genau. Danke schon mal. Danke euch. Und auf geht's zum Härtetest. Der Nacht der Tracht. Endspurt in Kiel. Die neuen Modelle der Goldeimer-Komposttoilette müssen fertig werden. Stressen lassen sich die Jungs deswegen aber nicht. Gesund wachsen, nicht zu schnell. Also es ist nicht unser Anspruch, irgendwie jetzt sofort alle möglichen Festivals mit Toiletten auszustatten. Es muss halt auch irgendwie noch Spaß machen. Und wir versuchen ja vor allen Dingen auch durch unser Entertainment auch gleichzeitig Leute zu informieren über den Gründe, warum wir das machen. Dass es halt immer noch 2,5 Milliarden ohne, also Menschen ohne Sanitärversorgung gibt. Und das steht ja auch überall und ist auch die Triebfeder. War der erste Goldeimer noch nahezu komplett aus Holzteilen gefertigt, macht der Goldeimer der dritten Generation dank Metallrahmen und Kunststoffelementen eine deutlich leichtere Figur. Ein großer Vorteil beim Transport zu den Veranstaltungsorten und zurück. Jetzt kommen auch die modifizierten Mülltonnen aus Polen zum ersten Mal an ihren späteren Einsatzort. Ja, das ist das Ergebnis von ein paar Monaten Arbeit auf jeden Fall. Sehr gut. Also bin ich eigentlich doch echt zufrieden gerade. Ist die Polen mal getestet? Ja. Na, die Herausforderung ist halt, dass man es gut transportieren kann. Also so einen dreidimensionalen Kasten, da kriegst du ja kaum Toiletten mit transportiert. Wir sind halt in unseren Fahrgestellen einfach limitiert. Und dann natürlich, dass es hält, dass es stabil ist, dass es schnell aufbaubar ist und dass es auch möglichst leicht ist. Also viele Komponenten, die da eigentlich mit reinspielen. Das haben wir jetzt über die letzten 2 Jahre von dem Holzgoldeimer, der draußen steht, eigentlich ganz gut weiterentwickelt. So. Ja, ich setz mich mal rein. Ja. Dach fehlt noch. Gut. Aber sonst? Schon viel Platz. Ist doch super. Kannst du nirgendwo hingucken? Alles gut? Nee, ach, ich hab doch hier. Ja, der Sommer kann kommen. Letzte Handgriffe und das Modell 2015 steht in voller Pracht vor seinen Erbauern. Ich denke mal, mit 3 Leuten reicht das am Ende auch. Ja. Ich glaube auch. Sehr gutes Zwischenergebnis. Und die Aufbauzeit ist beeindruckend. Also vor allem im Vergleich zu letztem Jahr. Da sind wir deutlich, deutlich schneller und deutlich besser dabei. Und hier, ne? Genau. Zwei Werkzeuge. Es geht deutlich sicherer. Und fertig. Ja. Ja, geil. Schön, ja, 1A. So, Feierabend oder was? Ja, gut. Cool. Nee, lassen wir stehen. Volker will auch noch was ausprobieren. Frühmorgens in Hamburg. Bewährungsprobe für Salt and Silver. Bis zum Abend muss ein peruanisches Buffet für 70 Gäste zubereitet sein. Cosi notiert den Ablaufplan für den Tag. Aber eigentlich dann nur Tintenfisch, das Fleisch beim Metzger. Musst du noch Sachen mit Flo abholen? Was musst du mit Flo machen? Also wir müssen auf jeden Fall das komplette Geschirr, alles was wir an Deko und bla 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 brauchen bei Flo abholen. Das steht ja alles bei Flo. Ja, okay, aber bis Mittag, wann wollen wir anfangen zu kochen? 12? Oder was? Wenn wir es schaffen, ja. Wenn wir so um 12 anfangen, wir brauchen wahrscheinlich einmal für den Pulpo, weil wir die 2 Töpfe haben. Das dauert eine Stunde. Dann brauchen wir noch 2 Ofenladungen brauchen wir mindestens für 7 Kilo Hühnchenfleisch. Oder vielleicht sogar 3. Reicht uns das Blech oder die Form? Oder holen wir noch eine? Ich glaube, das geht klar. Also wir brauchen ja auch noch was zu mischen wiederum, ne? Wir haben nur die Causa,
Da haben wir den Topf dafür. Für den Pulpo brauchen wir eigentlich dann beide Töpfe. Ja. Wir brauchen ja auch Gefäße, wo wir das alles mischen zum Beispiel. Deswegen überlege ich, ob man halt ein Bretter hat, indem man das Hähnchenfleisch abrupft und dann alles mischt und einen, indem man die Hähnchen... Wir haben aber zu dem Mischen, ich habe gestern so große Container noch gekauft, ja, so Tupperwaren-Dinger, ja, so richtig große, da drin können, weil wir müssen es ja auch irgendwie mitnehmen. Okay, okay. Da drin können wir das machen. Ja. Wow, wir müssen Flo fragen, ob er eine Brotschneidemaschine klammert. Oh, ja gut, sonst habe ich dieses scharfe Brotmesser gekauft, aber, ja, aber Brotschneidemaschine wäre schon geil. Ja, der ist schnell. Ja. Ja, und ich glaube, das kann man auch sauberer schneiden dann. Auf jeden Fall. Ich kann mein Gefühl jetzt nicht beschreiben, aber ich finde, dass ich gut vorbereitet bin oder schlecht. Ich glaube einfach, dass es hinhaut und ich freue mich drauf. Und ja, so ein bisschen Bammel und Respekt vor der Sache tut ja auch immer ein ganz bisschen gut, deswegen. Eigentlich ist es bei uns auch immer so, wir überlegen uns zwar vorher, was wir alles machen wollen, aber ich hätte natürlich jetzt auch das Schild gestern malen können, so, aber irgendwie ist das immer so auf die letzte Sekunde, dann wird es auch am besten. So. Wir machen es halt zum ersten Mal. Deswegen sind wir auch jetzt noch in unserer Küche, weil wir, bevor wir diese komplette Infrastruktur haben, bevor wir eine feste Küche haben, in der wir immer arbeiten können, ist es halt einfach nicht anders möglich. Und für uns ist es halt auch jetzt einfach erstmal so ein Testballon. Ja. Wir wollen einfach mal gucken, macht uns das eigentlich Spaß? Funktioniert das so? Weil für uns ist das Catering ja nur ein kleiner Teil von dem, was wir alles machen. Die Leute wollen uns ja auch zu einem großen Teil, weil wir das eben auf die Art und Weise machen, wie wir es machen. Weil wir halt authentisch einfach nur zwei Jungs sind, die Bock auf Kochen haben. Ja, ich glaube, so das Anrichten in so hunderte kleiner Häppchen, das wird auf jeden Fall, ja, das wird Arbeit. Ja. Also diese kleinen Kartoffelschichttorten, da muss man halt mit Servierringen so einzelne Schichten machen, das raussieben, dekorieren und so. Also pro Ding dauert das viele Schritte. 2,5 Minuten oder so. Ja, aber werden wir sehen. Ja. Eine Freundin bringt etwas Deko für das Buffet vorbei. Ja, aufgeregt, aber. Hey, na? Geht's dir gut? Ja, auf die Unterstützung ihres großen Freundes und Bekanntenkreises können sich die zwei verlassen. Selbst erkältet helfen sie noch, wo sie nur können. Jeden Tag? Nee, ich bin da 6 Wochen im Blockunterricht. Kimi hat etwas mitgebracht, das später helfen wird, die aufgebotenen Speisen perfekt in Szene zu setzen. Cool. Seid ihr gut vorbereitet? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir kriegen alles hin, sagen wir es mal so. Es ist halt noch sau viel Arbeit, aber... Ja, auf jeden Fall. Dann müsst ihr damit fertig sein heute mit der Vorbereitung? Ja, so 5. 5 wollen wir da sein, also so 16.30 Uhr fertig sein. Danke. Okay, ich muss wieder weg. Ja, bye bye, Kimi. Habt eine schöne Woche. Ja, ja, seid wieder ganz gesund. Dankeschön. Tschüss. Macht euch die Tür. Sind ihre irgendwo aus dem Urlaub gesammelten Korallenstücke oder so und zweckentfremden die heute mal als das soll als Deko auf den Tisch, also die weißen Sachen, die sie gerade gebracht hat. Und das sind Miesmuschelschalen, die wir vorgestern, als wir gekocht haben, haben wir so einen Muscheleintopf gemacht und haben die danach dann ausgekocht, gesäubert und nochmal ausgekocht, damit die eben dann frei von tierischen oder Fleischresten sind und das wären jetzt praktisch die Löffel für den Quinoa-Salat. So. Und eben noch ein bisschen als, ja, als Deko links und rechts. Also so soll es eigentlich reichen. Fotoshooting für lateinamerikanisches Fastfood. Okay, jetzt müssen wir draufhalten, das wird schon langsam datschig. Chemieklos AD. Goldeimer revolutioniert den Stuhlgang. Mann, ich muss aufs Klo, das ist gemein. Nicht alle Start-Upper entsprechen dem Unternehmerklischee. Unterschätzen sollte man sie dennoch nicht. Fand ich auch cool, dass sie gleich so uns halt auch als Geschäftspartner ernst genommen haben. Wir kommen jetzt gerade nicht unbedingt wahnsinnig professionell daher.